Dankeschön, Herr Gehrig, Dankeschön, Herr Kobol. Da waren viele, viele Ansatzpunkte dabei. Ich kam gar nicht mehr nach mit dem Mitschreiben. Bildung, schlechte Luft, Wasser, Gesundheit, ganz, ganz viele große Ziele. Wir brauchen aber noch mehr Input. Wir brauchen noch viel mehr Input. Und den liefert netterweise Dr. Maja Göpel, seit einem knappen Jahr Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Und das Interessante ist, die neue Bundesregierung ist zwar noch nicht im Amt, aber die Wissenschaft funktioniert schon nebenher und macht einfach ruhig weiter. Und das ist doch beruhigend zu wissen. Und das läuft wunderbar. Ist doch auch mal gut. Sie haben einen medienwissenschaftlichen und einen politikwissenschaftlichen Hintergrund. Das ist in diesem Zusammenhang eine tolle Kombination. Davon werden wir profitieren. Sie sind international vernetzt, sind unter anderem auch Mitglied des Club of Rome, Mitglied der Stiftung Entwicklung und Frieden. Und vor zwei Jahren haben Sie ein Buch geschrieben, Das große Umdenken, The Great Mind Shift. Also auch hier merken wir, da muss vielleicht auch bei uns in den Köpfen was stattfinden. Da kann man vielleicht auch Bezug drauf nehmen. Und ich habe ein Video gesehen von Ihnen, da haben Sie gesagt, naja, letzten Endes, Sie beschäftigen sich zwar schon mehr als 20 Jahre damit, aber die Kinder haben natürlich auch irgendwie einen Impuls gegeben. Sie haben zwei Töchter und da fängt man doch dann nochmal an, ganz anders auf die Welt und auch auf das eigene Umfeld zu gucken, vom Großen auf das Kleine. Und da hat man vielleicht Sorgen und Ängste, aber man kann es ja auch als Ansporn verstehen. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, den wir von heute Abend gerne alle mitnehmen wollen, dass wir nämlich nicht frustriert den Kopf in den Sand stecken, sondern wir warten auf Ansporn, um noch besser und noch toller zu werden in so einer Stadt. Und deshalb freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Dankeschön. Erstmal muss ich sagen, dass ich dieses Setting total wunderbar finde. Also ich war jetzt nicht ganz vorbereitet, was der Heimathafen ist. Und ich finde, das ist sehr kuschelig. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz schön für die Art der Konversation, die ich gerne mit Ihnen heute Abend haben würde. Weil es wurde eben schon mal angesprochen, wir sind bei den globalen Zielen. Die große Transformation ist ja eines dieser Forschungsgebiete, mit der sich auch diese Institution beschäftigt, bei der ich jetzt arbeite. Und gleichzeitig ist es mir immer so wichtig zu sagen, die großen Verschiebungen, wir gucken das historisch an, 150, 300 Jahre, wann sind die großen Transformationen der Industriegesellschaft von der feudalen Agrargesellschaft, wie hat das stattgefunden? Und im Endeffekt, je kleiner ich reinbohre und je genauer ich hinschaue, sind es natürlich Menschen. Menschen mit ihren Ideen, Überzeugungen, Glauben und Zusammenarbeiten, die Transformationen nach vorne bringen. Und genau in diesem Sinne möchte ich gerne heute mit Ihnen hier sprechen und immer wieder ein bisschen die Brücke schlagen, von dem Großen zum Kleinen, vom Handeln zum Sein und zum Denken eben auch. Deshalb der Great Mindshift. Wie glauben wir denn eigentlich, die Zukunft beschreiben zu können? Und ist das, wie wir glauben, die Entwicklung bisher stattgefunden hat, denn etwas, was in der Zukunft tragen kann? Und in diesem Sinne habe ich auch, wir Wissenschaftler machen ja immer so Zahlen und Grafiken und so. Also ein paar von denen müssen Sie aushalten. Ich verspreche Ihnen, da ist kein Text drauf. Aber so ein paar Verbildlichungen von den Trends, die wir da beschreiben, sind manchmal auch sehr viel aufschlussreicher, als wenn man versucht, in Worte zu fassen. Ich möchte ganz gerne, also gerade als Transformationswissenschaftlerin ist es ganz wichtig, immer zu sagen, in welchem Kontext bewegen wir uns denn eigentlich? Weil bestimmte Ideen, bestimmte Lösungen an bestimmten Orten, zu einem bestimmten Zeitpunkt, so unheimlich viel Sinn gemacht, unheimlich viel Gutes bewirkt. Und wenn sich der Kontext aber stark verändert, kann es sein, dass die gleichen Ideen und die gleichen Lösungen nicht mehr zu den gleichen Ergebnissen, sprich nicht mehr zu den wünschenswerten Ergebnissen führen. Deshalb möchte ich da einmal so eine kleine Tour de force mit Ihnen machen und sagen, in welchem Kontext sind denn eigentlich diese Nachhaltigkeitsziele entstanden? Dann machen wir einmal kurz die Ziele selbst. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier sind relativ viele, die informiert sind, oder? Also wirkt so. Ich bin gebeten worden, nochmal auf das Ziel 11 ein bisschen genauer einzugehen und dann die Städte eben rauszuzoomen. Und zwar hat der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen eben auch 2016 ein Gutachten zu Städten gemacht. Der urbane Planet ist ja die Prognose, dass einfach bis zu 70% der Bevölkerung bei 2050 in Städten leben wird und deshalb ist es so besonders wichtig zu überlegen, wie gestalten wir diese Städte. Also da wird sich viel entscheiden darüber, ob wir diese Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Und zum Schluss das Ganze nochmal zusammenfassen, weil ich glaube, was Sie hier gerade vor sich haben, ist ja eine Reise. Wir alle sind auf der Reise, rauszufinden, was sind denn eigentlich die erfolgreichen Lebensstile, die erfolgreichen Weisen zu produzieren und konsumieren im 21. Jahrhundert. Und ich glaube, weniger radikal sollten wir das nicht denken. Und das möchte ich Ihnen gerne mitgeben, dass wir wirklich neu denken müssen, wirklich neu überlegen müssen, damit wir diese Zukunft für 7 bis 10 Milliarden Menschen dann eben auch gestalten können. In diesem Sinne beginnen wir mit dem Kontext.
Im Grundsatz ist es ja eigentlich ganz einfach. Was haben wir auf unserer Welt, sprich der menschlich betrachteten Welt? Wir haben einen Planeten, den haben wir geerbt. Wunderschön, wunderbar. Ein Bioreaktor, der uns all das zur Verfügung stellt, was wir brauchen. Und das verlässlich bisher. Wasser, Ressourcen, saubere Luft, all das geschenkt bekommen. Ein Erbe, was wir angetreten sind. Und dann Menschen, unheimlich viele verschiedene Sorten von Menschen, unheimlich verschiedene Kulturen, aber tief drin auch mit sehr ähnlichen Wünschen und Bedürfnissen ausgestattet. Sprich, eigentlich müssten wir die beiden ja nur in harmonischen Einklang bringen. Und das ist die große Frage, die mich seit langem umtreibt. Warum machen wir das nicht einfach? Weil die Menschen, mit denen ich rede, sagen alle, Frieden viel besser als Krieg. Kinderarmut, moralisches Unverständnis, wie das sein kann. Besonders in reichen Ländern wie unserem, wo im Moment die Kinderarmut wieder steigt. Warum Zerstörung? Warum andere ausbeuten? Warum nicht eine florierende Natur um uns herum zu haben? Also die Idee darüber, von dem, was wir mit Nachhaltigkeit beschreiben, resoniert ja bei ganz vielen von uns. Warum machen wir das denn nicht einfach? Und in dem Kontext möchte ich jetzt ein bisschen anfangen zu überlegen und nochmal wirklich stark machen, dass das, was wir die Normalität beschrieben haben, als Normalität auch wahrgenommen haben, der letzten 10.000 Jahre, erdgeschichtlich betrachtet ja so ein ganz kleiner Ausschnitt nur ist. Ganz kurz sind diese 10.000 Jahre, die wir da das Holozän genannt haben. Und es ist eigentlich ein Wunder, wenn man sich nämlich vorher anschaut, diese erratischen Kurven, die da nach oben und unten ausschlagen, sind die Temperaturen. Das sind die Schwankungen. Die haben natürlich das Lebensumfeld nicht so besonders verlässlich und auch nicht so besonders urbar werden lassen. Das sprich, erst hier in diesem Kontext des Holozäns der letzten 10.000 Jahre, wo sich das etwas eingeschwungen hat, hatten wir diese klimatischen Bedingungen, unter denen wir als Menschen überhaupt diese ganzen Revolutionen vom Feudalismus und Landwirtschaft etc. zur Industrialisierung bis jetzt heute zur nächsten digital und erneuerbare Energien getriebenen nächsten Revolution gestalten konnten. Das heißt, alle unsere zivilisatorischen Fortschritte sind innerhalb dieses Holozäns angesiedelt gewesen. Das war das Geschenk, das stabile Geschenk. Und jetzt sind wir im Anthropozän. Das ist ein Begriff, der eben von Wissenschaftlern Paul Krutzenwalder instrumental geprägt wurde, weil er gesagt hat, der Erfolg der Menschheit hat ja dazu geführt, dass wir so viele geworden sind und dass wir in ihrem individuellen Lebensstil immer mehr für uns in Anspruch genommen haben von diesem Planeten, dass wir in der Summe jetzt an dem Punkt sind, dass wir diese reproduktiven Prozesse, die die Erde so stabil haben, sein lassen, langsam immer mehr aus ihrem Gleichgewicht kippen. Also Anthropozän, Mensch, Macht, Natur. Wir sind so eng inzwischen so eine starke Einfluss auf das geworden, dass von unseren Handlungen abhängt, wie sich jetzt das Anthropozän gestalten wird und wie erratisch eventuell die Temperaturaufgaben wieder werden. Das ist jetzt eine Zusammenfassung, die das auf den Punkt bringt. The Great Acceleration ist auch eine Webseite, die aus dem Stockholm Resilience Center viel gespeist wurde, die einfach mal zusammenbringen. Diese Musterhaftigkeit ist ja faszinierend. So um die 1950, um das immer das Rote gezeichnete, gehen diese Kurven steil nach oben. Das ist natürlich der Zeitpunkt, wo die beiden Weltkriege vorbei waren, wo dann relativ viel materieller Wachstum stattgefunden hat, relativ schnelles Bevölkerungswachstum stattgefunden hat. Und wir sehen, dass der Verbrauch von all den Umweltressourcen immer all diese Hockey-Stick-artige Kurve eben aufweist. Und gleichzeitig haben wir natürlich die sozioökonomischen Trends ähnlich. Was macht das? Das war jetzt eine ganz, ganz wichtige Grafik, die 2012 besonders eingeschlagen hat bei den Rio-Verhandlungen, wo die Nachhaltigkeitsziele auch verabschiedet wurden. Das waren eben die Idee zu überlegen, was sind denn die ökologischen Boundaries oder planetaren Grenzen, mit denen wir es zu tun haben. Die haben 9 verschiedene Dimensionen aufgemacht, wo sie gesagt haben, das sind genau diese Rückkopplungsschleifen, die die Erde stabilisieren. Da ist das Klima nur eins davon. Wir sehen, die Biodiversität ist eigentlich noch in einem viel höheren Zustand. Wir haben jetzt das Insektensterben in Deutschland, war so das Symptomhafte, was wir beobachten konnten. Das kann man aber in vielen anderen Bereichen auch wunderbar nachvollziehen. Und es geht ja nicht darum, dass einzelne Vögel versterben, sondern es geht darum, dass komplette Nahrungsketten im Zweifel implodieren. Und wenn wir unsere Pollinatoren ausradieren, dann bedeutet das, unsere eigene Nahrungskette davon natürlich massiv betroffen ist. Deswegen die Idee, wie erhalten wir denn dieses Wunder des Holozäns? Wie bleiben wir innerhalb dieser planetaren Grenzen, dieser ökologischen überen Grenzen oder Leitplanken, ist der WBGU hat den Begriff der planetaren Leitplanken geprägt. Und gleichzeitig war aber ganz wichtig als Ergänzung, weil wir natürlich auch die soziale Agenda haben und wir haben ja von den 7 Milliarden Menschen 3 Milliarden ohne Zugang zu ausreichend materieller Versorgung, Wasser, sanitärer Versorgung, Energie etc.
Das heißt, wir müssen einplanen, einen gewissen Minimumstandard für alle Menschen, damit sie ein Leben in Würde führen können. Und das ist genau der Punkt, der diese soziale Mindestversorgung eben beinhaltet. Mit verschiedensten Zielen wie Frauengerechtigkeit, ich sage das am Internationalen Tag der Frauen heute besonders gerne natürlich, dann Einkommen und Arbeit, Bildung, eben schon mal erwähnt, aber auch Gesundheit, Nahrungsversorgung, Wasser, Energie, verschiedene Netzwerke, in die ich eingebunden bin, Unterkunft, Wohnen, all die Dinge, die wir auch in den SDGs dann natürlich wieder finden. Das heißt, das ist eigentlich die Herausforderung. Wie schaffen wir das innerhalb diesen hellgrünen, der Donut ist es, hat Kate Rowers das genannt, die hat jetzt auch dazu publiziert. Donut Economics ist jetzt ein Buch, was letztes Jahr rausgekommen ist, was sehr viel Wellen macht, weil es vor allem eines in Frage stellt, nämlich das ökonomische Paradigma, mit dem wir bisher Fortschritt beschrieben haben. Und die Suche ist jetzt eben, wie schaffen wir es, in diesen Korridor zu kommen? Weil wir momentan natürlich in beide Richtungen ausbrechen. Wir haben viel zu viel Umweltverbrauch und wir haben viel zu viel soziale Missstände noch. Und das ist jetzt so die Zukunftsantizipation. Wenn wir noch weitere 3 Milliarden Menschen dazu bringen, dann ist das natürlich das, was die Wissenschaft als Nexus beschreibt. Der weitere Druck auf die 3 ganz grundlegenden Zutaten, die der Planet uns zur Verfügung stellt. Wasser, Energieversorgung und Nahrung. Und das heißt, das Stretchen dieser planetaren Grenzen oder das, was wir in Anspruch nehmen, wird weiter zunehmen. Das heißt, wir müssen wirklich jetzt radikal anders versuchen, Bedürfnisbefriedigung zu denken und zu organisieren. Und damit bin ich nochmal bei der Bedürfnisbefriedigung, weil ich den Eindruck habe, dass die große Herausforderung darin besteht, momentan die Umweltthemen mit den sozialen Themen zu verbinden. Wir sehen unheimlich viel Bewegung Richtung populistischem Missmut, der sich äußert, bis hin zu Xenophobie. Die anderen, die dazukommen, sind schuld. Dabei haben die in den meisten Fällen relativ wenig mit dem zu tun, was hier an eigenen Missständen wahrgenommen wird. Und dieses Gefühl von, die da oben, die Elite hört nicht mehr zu, aber entkoppelt sich. Also die Wertschätzung für Gerechtigkeit, für was die SDGs als Leitspruch haben, leave no one behind, also niemanden zurücklassen. Das ist der Leitspruch unter der 2030-Agenda der SDGs. Hat auch in unserem Land eine unheimlich wichtige Botschaft, die es radikal aufzunehmen gilt. Und wir sehen hier, dass in diesem Bereich natürlich dann auch Zustimmung möglich ist. Aber wir sehen auch, dass in diesem Bereich momentan die Trends genauso wenig in die richtige Richtung reichen, wie wir es in der Umweltbereich haben. Hier sind die Entwicklungen einfach nur in den letzten 5 Jahren, also ich möchte nicht wissen, wie sie sich seit 2007 verändert hat, ne? Aber wir sehen ganz klar, die obersten 10%, das sind jetzt die Vermögensverteilungen, selbst in Deutschland ziehen radikal nach oben weg und die unteren 40% geben ab in dem, was an Vermögen ihnen zur Verfügung steht. Zu Zeiten, wo unsere Wirtschaft brummt und wo wir wahnsinnig viel positiv abgebildetes Bruttoinlandsprodukt aufweisen. Das heißt, eine große, große Frage der Umverteilung, um die wir uns eigentlich nicht mehr drücken können, die meines Erachtens auch viel mit den momentanen politischen Äußerungen bzw. Ablehnungen des politischen Raums zu tun hat. Ich bin sehr gespannt, wie das hier auf der lokalen Ebene aussieht und wie wir da ins Gespräch kommen können. Gleichzeitig eben die Herausforderung, weil oft wird ja proklamiert, und Sie haben das Ziel 8 erwähnt, mit dem mehr Wachstum, aber es soll irgendwie inklusiv und grün und so sein. Ne? Da hat sich die Wissenschaft lange darüber gestritten, über dieses Ziel, und hat gesagt, das ist ja eigentlich ein Oxymoron. Also nachhaltig wachsen, sprich das Wachstum darf überhaupt nicht abbrechen, aber gleichzeitig soll es irgendwie inklusiv sein und auch noch entkoppelt sein. Nur empirisch können wir das nicht nachweisen, dass das funktioniert bisher. Das heißt, die Frage ist eigentlich, kann es noch mehr Wachstum für alle geben oder gibt es mal drum zu sagen, was ist denn eigentlich auch genug? Suffizienz ist ja immer so ein das Wort darf man ja gar nicht benutzen, wenn man im politischen Raum unterwegs ist, wird man sofort mit zurück in die Höhlen und die Steinzeit kommt wieder und alle Verzicht üben. Suffizienz ist ja eigentlich eine ganz fantastische Idee. Das heißt ja genug, ausreichend. In anderen Sprachen, non, non, merci, ça suffit. Das sage ich, wenn ich genug auf dem Teller habe. Oder non, 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 ist das suficiente? Nee, nee, geht schon, passt schon. Also das hat einen Ausdruck von, ist in Ordnung, mir geht's gut. Und in Deutschland und in den reichen Ländern haben wir das Gefühl, oh, es hat Verzicht und Rückgaben. Für 3 Milliarden Menschen ist das Versprechen von Suffizienz eine irrsinnige Idee von Lebensqualität und vor allem Überleben. Und dieses Genug ist eigentlich das, was dieser hellgrüne Raum des Donuts beschreibt. Weil wir sonst sehen, die ökologischen Fußabdrücke von denen, die momentan eben besonders gut dastehen, in vielen der Indikatorenbereiche, sind viel zu hoch. Und wir sehen auch hier, CO2 hat Oxfam mal sehr schön zusammengebracht, die reichsten 10% sind eigentlich für die Hälfte der gesamten CO2-Emissionen in ihren Lebensstilen verantwortlich.
Das heißt, die Frage, wer sollte eigentlich Verantwortung übernehmen und möglichst schnell handeln, wird auch in zwei der Zielen der SDGs ganz explizit gesetzt, in Ziel 9 und Ziel 12, die reichen Länder und Common but Differentiated Responsibility, sprich eine differenzierte Verantwortung, abhängig davon, wer wie viel zur Verfügung hat und wie viel aber auch zu der Umweltverschmutzung beigetragen hat, sollten wir auch in jedem Land denken. Der WBGU hat in 2016 in einem G20-Gutachten vorgeschlagen, dass wir eine Steuer im Sinne einer Erbschaftssteuer, aber auf CO2-Basis machen. Weil viele der Vermögen, die heute angehäuft wurden, ganz klar mit einer Nutzung von fossilen Brennstoffen zusammenhängen und dass es dann eben eine Rückzahlung dessen ist an die Gemeinschaft, um Strukturveränderungen finanzieren zu können. Trifft nicht überall auf Gegenliebe, aber so wird das. Also hochpolitisch diese SDG-Agenda. Nicht Win-Win-Win, und das ist das, was ich, glaube ich, hier auch lassen müsste. Es braucht Strategien, es braucht politische Prozesse, es braucht Aushandeln und es braucht ein ganz klares Benennen dessen, dass Strukturwandel eben nicht bedeutet weiter wie vorher, sondern es bedeutet anders. Und damit geht ein Shiften von Privilegien und von Machtstrukturen und sowas einher. Und wie können wir das gut gestalten? Wie können wir das konstruktiv gestalten? Wie können wir dem Raum geben? Und wie können wir diese Konversationen und Prozesse aufnehmen und sich nicht weiter davor drücken? Und eben kam so die nationale Politik und der Koalitionsvertrag. Also aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachtet, benennt er ja nicht eine der Themen, über die wir heute reden, in irgendeiner Weise, in dem Ausmaß, wie sie dran wären. Und das Gefühl von unserer Seite ist eben auch, dass bei der Politik so ein Gefühl vorherrscht von, wir können das nicht benennen, weil wir wissen noch nicht ganz genau, was stattdessen kommt. Wir wissen, es wird nicht so weitergehen wie bisher. Und wir haben die Politik dazu verdammt, dass sie gefälligst so eine prognostische Rolle spielen soll. Und sie soll uns Zahlen sagen, wie wird sich das genau verändern, in welchem Zeitraum. Und dann treten die Parteien gegeneinander an, um zu zeigen, dass die Prognosen von der jeweils anderen Partei genauso nicht eingehalten worden sind. Und das ist natürlich ein politisches Klima, mit dem man Transformationen nicht besonders gut gestalten kann. Und das steht schon in den ersten Report von 2002 zu Nachhaltigkeit. Wir müssen weg von diesen linearen Ideen von Management und Social Engineering hin zu einem adaptiven Kalibrieren von neuen systemischen Veränderungen. Und was brauchen wir dafür? Das ist die spannende Frage, die wir heute Abend ja noch aufnehmen können. Und vor allem, mit welcher Geschichte treten wir an? Mit welcher Idee darüber, wo wir hinwollen? Und ich glaube auch das, wenn ich mir heute so einen Joe Kläser angucke oder andere Konzerne, die wirklich so radikal auf kurzfristigen Aktienkursschwankungen fokussiert agieren und Werke schließen, und Investitionen entscheiden. Das ist das, was wir in Frage stellen müssen. Also was ist denn der Shareholder Value? Wo geht es hin? Und was bleibt in den Regionen? Und welche wichtige Rolle spielen deshalb? Deutschland hat eine Riesenchance, weil es so viel Mittelstand hat und so viel noch familienbesessene Betriebe etc., das zurückzuführen und das, was an Wertschöpfung stattfindet, auch in den zirkulären Kreisläufen vor Ort, in den Besteuerungen vor Ort, mehr Arbeitsplätze vor Ort generieren zu können. Gemeinwohlökonomie ist ja nur eine dieser Perspektiven, die explizit darauf verweisen, lasst uns aufpassen, dass nicht so ein Extraktivieren von all dem Mehrwert in Form von Finanzabflüssen in andere Bereiche stattfindet und vor allem genau da landet, was wir eben als Top 10% hatten. Jetzt ganz kurz nur auf die Ziele eingegangen. Sie haben sie ja schon dreimal gesehen. Was mir ganz wichtig ist, sind drei Prinzipien, weshalb ich diese Ziele unheimlich wichtig fand. Selbst wenn viele sie kritisieren für, oh, sind nicht ganz stimmig und so weiter, das ist ja ein politischer Konsens. Also, und vor allem global. Das ist irre, dass das überhaupt durchgekommen ist. Und das muss man immer überlegen. Also wenn man ein Ergebnis von etwas kritisiert, ist es kein wissenschaftlicher Entwurf, kein toller Designprozess gewesen von, wie sind das ganz komplementäre Ziele. Das ist ein politischer Konsens. Und er ist insofern radikal anders als das, was wir davor hatten, weil es drei Prinzipien verfolgt. Das eine ist die Universalität. Bis 2015 hatten wir nämlich eigentlich die Situation, dass die Ziele für die Entwicklungsländer, die hießen ja damals auch völlig kolossal so, galten. Die sollten sich verändern und wir haben ein bisschen Technologietransfer und Finanztransfer betrieben. Und das waren dann die radikalen sozialen Ziele natürlich, die es zu erfüllen gilt, weil Abschaffung der Armut, Zugang zu Bildung, Überleben überhaupt, ne, als Mütter, die Sterblichkeit der Mütter und auch der Säuglinge zurückzufahren, Gesundheitsversorgung und so ein bisschen im Ziel 7 kam die Umwelt mal vor. Und seit 2015 sind wir alle Entwicklungsländer, weil kein einziges Land so bleiben kann, wie es ist. Es passt nicht in den Donut, es passt nicht in den hellgrünen Korridor. Die Lebensstile sind nicht globalisierbar, die wir hier pflegen. Und deshalb ist diese Agenda ein Suchprozess, ein wirkliches Aufbrechen von, wie kann das denn gehen? Und deshalb ist Transformation das zweite Leitbild. Die Agenda 2030 heißt tatsächlich Transforming Our World, also unsere Welt transformieren.
Und für viele von uns, die in dieser Nachhaltigkeitsagenda lange unterwegs waren, ist das genau dieses Benennen von diese Win-Win-Idee funktioniert leider so nicht. Transformation heißt wirklich umgestalten. Transformation heißt eine neue Dynamik in Systemen einbauen und heißt eben eine, Stockholm Resilience Center beschreibt es als fundamental andere Lebensweise, die daraus entstehen wird, wenn die existierenden ökologisch-ökonomischen sozialen Konditionen das aktuelle System untragbar machen. Also wie erhalten wir das Holozän? Nicht, indem wir so weitermachen wie bisher. Und das, was ich hier so wichtig eben finde, ist, Transformabilität ist als Fähigkeit definiert. Wieder als Fähigkeit von Menschen zusammenzuarbeiten, als Fähigkeit von Menschen anders zu denken, als Fähigkeit von uns Technologien, Infrastruktur, Geldsysteme, Businessmodelle, egal was es ist, so zu kodieren und so neu zu schreiben, dass sie uns helfen, dahin zu kommen. Und deshalb diese Integration aus systemischer Perspektive, nicht mehr die drei Säulen, das war ja so der Klassiker von 1992 und eigentlich war die ökonomische Säule dann immer so die große und erst wenn die richtig groß war, konnte man so ein bisschen soziale Umverteilung bezahlen und die Umweltschäden wieder reparieren. Also das Reparieren der Umwelt war ja immer so hinten angedockt. Und das ist jetzt genau in Frage gestellt durch die systemische Perspektive zu sagen, nein, das Holozän ist es, was unser Kontext ist. Das heißt, die Art, wie wir Ökonomie betreiben, muss schon dazu führen, dass wir nicht diese Ungleichverteilung haben und dass wir nicht erst die Umwelt zerstören in der ja, auch nicht nachvollziehbaren Annahme, wir könnten sie wiederherstellen. Also wir können Ökosysteme so nicht reproduzieren, wie sie sind. Sie sind so filigran, sie sind so diversifiziert aufgestellt. Das ist jenseits dessen, was wir Menschen managen oder engineering können. Wir sollten es einfach erhalten, sie gut verstehen. Und was mir auch wichtig ist, ist, das sind die 5 Ps eben aus dieser Agenda 2030, weil die Ziele sind ja in sich fokussiert, aber sollen eine gemeinsame Agenda geben. Und das ist immer wichtig beizubehalten. Nicht, dass einer mit einem Ziel wegrennt und sagt, ich kümmere mich jetzt hier nur um die Infrastruktur und die anderen Sachen sind egal, sondern nein, in der Art, wie ich mich darum kümmere, besonders darauf zu achten, dass es eben in diese Agenda gesamt reinpasst. Und deshalb People, Planet, Prosperity als die typischen 3 Ps, aber dann Partnership und Peace. Tatsächlich auch nochmal klar machen, es geht hier um Friedenssicherung. Es ist eine Risikoagenda und eine Sicherheitsagenda. Umwelt wurde ja immer so schön in diese weiche Ecke gedrückt. Beim Klima schaffen wir das langsam, dass selbst die Finanzierer inzwischen sagen, oh, die mittelfristigen Risikoanalysen sehen aber so aus, dass das keine zukünftig validen Businessmodelle oder Geschäftsmodelle mehr sind. Die Rückversicherer, Pensionsfonds werden langsam mit Klagen bedroht, zu sagen, wir haben hier eine 5%ige Wahrscheinlichkeit der Abwertung Ihrer Assets, die Sie in Ihrem Portfolio haben. Sie müssen handeln, weil das nicht eine langfristige Investitionsstrategie ist. Da passieren sehr spannende Dinge mit der Risikokalkulation aktuell und mit den Sicherheitsüberlegungen. Das heißt, wir haben eine Chance, aus dieser weichen Umweltecke rauszukommen und es nochmal anders zu verstehen. Und als Ermutigung noch, richtig voranzugehen und strategisch zu denken, es passiert auch eine ganze Menge. Man kriegt das in den Medien überhaupt nicht mit und dann hat man das Gefühl, oh, das läuft ja irgendwie gar nicht und die SDGs kennt keiner. Sie sind ein Beispiel dafür, dass das nicht stimmt und hier sind viele andere. Also von der OECD angefangen, hier haben wir den Global Compact und die Unternehmen, die größeren schmeißen sich da sehr rein, aber auch der Mittelstand wird von verschiedenen Nordrhein-Westfalen, war ich neulich auch gefördert. Es gibt dann so ein SDG-Kompass rechts, wie kann ich das in meine Business-Strategien übersetzen. Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hat sich komplett an den Zielen ausgerichtet, man kann noch so ein bisschen empfinden, dass das besser integriert werden könnte und vor allem die Maßnahmen, die dort gelistet werden, nicht immer unbedingt zu nachhaltigen Ergebnissen führen. Wenn man so eine Hightech-Strategie sich anguckt oder den Verkehrswegeplan, der gelistet wird als eine Maßnahme in den SDGs, fragt man sich so ein bisschen, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und Altmaier in den Kommentaren dann nur sagt, ja, ich habe reingeschaut, keine neuen Straßen in meinem Wahlkreis, blöde Strategie. Dann ist das ehrlich, aber natürlich nicht das, was wir brauchen, wenn wir ernsthaft diese Agenda angehen wollen. Deshalb nochmal die Einladung, wirklich zu sagen, es braucht Tacheles, wenn wir darüber sprechen, wo wir hinwollen. Und ganz kurzer Exkurs in die Städte, warum die so besonders wichtig sind. Sie sehen es hier nochmal, das Lokal-Globale und der Deutsche Städtetag war ja sehr vorreitend und hat auch gerade, haben wir gesehen, eine Einladung rumgeschickt, dass die verschiedensten Städte sich jetzt bekennen, was sie denn eigentlich tun, inklusive einer leichten Skizze von, da kann ich mein Commitment drunter schreiben, haben sehr eng mit uns zusammengearbeitet an dem WBGU-Gutachten. Ich skippe das mal, weil Sie es selber schon benannt haben. Ich hatte mir die Freiheit genommen, die ganzen rot markierten Dinge sind Elemente, um nochmal die Universalität von dem Stadtziel eigentlich deutlich zu machen. Das heißt, jedes dieser Ziele hat ja Unterziele, das sind hier bis zu 11. Und die Idee, die man häufig noch in der Politik wahrgenommen hat, die Ziele sind ja eigentlich für die Länder, die noch arm sind und bei uns gar nicht so viel zu tun, da sehen wir relativ deutlich,
sobald wir das rot markieren, dass es ja überhaupt nicht stimmt. Und die Luftqualität ist ja nur das im Moment medial meist Präsente. Die Grünflächen hatten Sie erwähnt, aber auch die Idee, wie kriegen wir jetzt den ruralen Raum, die ländlichen Gegenden wieder mit dem Urbanisierungstrend integriert. Und vor allem wieder diese integrierten Politiken und Pläne, die es braucht. Und das noch einmal ein ganz kurzer Exkurs zum WBGU-Gutachten 2011. Ich habe Ihnen natürlich die Kurzfassung mitgebracht. Ne? Und für all die, die nicht lesen möchten, haben wir einen Comic. Also kann auch einfacher dann gehen. Es ging nochmal darum, wirklich zu überlegen, wie gehen wir mit diesem natürlichen Bevölkerungswachstum um, aber auch diese Stadt-Land-Migration und dann eben Zuzug Geflüchtete, für die es auch eher einfacher ist, in den urbanen Räumen eben Anschluss zu finden oder Arbeit zu finden. Nochmal kurz einfach nur zur Vergegenwärtigung, wie wichtig dieser ökologische Fußabdruck und urbane Entwicklung ist, also was da eigentlich stattfindet, je höher der Human Development Index, sprich das Entwicklungsniveau, umso höher sind dann eben auch die Fußabdrücke. Im Urbanisierungslevel steigert sich das nochmal, die dunkleren Punkte sind weiter oben. Und deshalb besonders die reichen OECD-Staaten müssen diese Transformation in den Städten beschleunigen und es anpacken. Noch eine Botschaft für Wiesbaden. Der Großteil der globalen Bevölkerung lebt in kleinen und Mittelstädten. Wir haben so einen wahnsinnigen Fokus auf diese Megacities, ne? Und alle wollen an den Megacities irgendwas schrauben und drehen. Aber die meisten Menschen leben in diesen kleineren Städten. Und wenn die sich in Koalitionen zusammenschließen, wenn die wirklich gemeinsam überlegen, wie können wir denn hier die guten Leben 2030 orchestrieren und uns gegenseitig informieren, wie das funktioniert hat, dann haben wir einen richtig großen Hebel. Und deshalb als Reise, einfach mal als Übersicht, wie der WBGU reingegangen ist, der Modus der Steuerung. Natürlich warten jetzt alle so auf die Politik, auf die Gesetze, aber so viel passiert ja auch, und da bin ich sicher, ist in diesem Raum ganz viel von dem, was passiert, auf ganz anderen Ebenen. Also sei es auf der politischen, auf der wirtschaftlichen Ebene, Netzwerke, Bildung wurde erwähnt, die Bereitstellung von bestimmten Gütern, aber auch von Räumen, wo man überhaupt zusammenkommen kann, um Dinge neu auszuhandeln. Also wie kriegen wir das systematisch integriert und darüber informiert, was wo stattfindet und wie die einzelnen Elemente sich gegenseitig befruchten können. Ein besonderer Schwerpunkt in der Transformationsforschung ist immer, dass die Politik das Ohr, vor allem das Ohr, mal wieder zuhören bei denen hat, die diese Pioniere der Veränderungen sind. Gar nicht so viel den Eindruck haben, wir müssen da alles vorgeben, sondern einfach mal hören, was brauchen wir denn eigentlich? Was würde uns helfen, dass die Dinge, die wir in einer kleinen Nische probieren, irgendwie in die Breite getragen werden können? Und in den Partizipationsprozessen ist es wirklich ernst zu meinen. Wirklich zu sagen, wir wollen hier gemeinsam etwas stemmen. Nichts ist frustrierender, aus Brüssel kenne ich das hoch und runter, hat man irgendwann überhaupt gar keine Lust mehr, weil man sich überhaupt nicht ernst genommen fühlt als solche vermeintlichen Konsultationsprozesse, sondern man weiß, eigentlich ist die Entscheidung schon getroffen und jetzt braucht man irgendwie noch die Bevölkerung, die darüber redet, damit man es durchkriegt. Akzeptanz schaffen ist was anderes als co-kreieren. Und deshalb hat der WBGU, und damit schließe ich es dann, überlegt, dass es eben total wichtig ist, einen normativen Kompass nach vorne zu legen und eine Verständigung darüber, was ist denn für uns eigentlich Nachhaltigkeit und was ist denn für uns die guten Leben? Und da gehört einmal dazu, das NET oder NTE sind die drei Elemente, natürliche Lebensgrundlagen erhalten, auf jeden Fall, und das eben aber auch systemisch urban mit dem ruralen Umfeld und den globalen Stoffströmen zusammenzudenken, die Teilhabe sicherstellen, damit die soziale Kohäsion auch funktionieren kann, aber eben auch an der Gestaltung der Stadt. Teilhabe, Recht auf Stadt ist ja auch eine interessante Bewegung, die das ganz stark einfordert. Und Eigenart fördern, das finden Sie auch in dem Comic wieder, zu sagen, es geht nicht darum, eine Blaupause zu finden, wie die Stadt der Zukunft aussieht, sondern in dem, was dort ist, an kultureller Verankerung, an kultureller Diversität, an Kreativität, etwas Eigenständiges zu entwickeln, was für hier und für die Leute, die hier leben, gut passt und ihnen deshalb das Gefühl bringt, es ist ihre Zukunft, die sie gestalten und nicht etwas, was von außen aufoktroyiert wird als die beste Lösung. Und einfach als Idee nochmal, wie unterschiedlich das sein kann, deshalb gibt es Charaktere in dem Comic von Städten, die einfach sehr unterschiedliche, unterschiedliche Persönlichkeiten im Grunde genommen ausmachen. Das auch zu respektieren, von baulich-räumlicher Gestalt bis hin zum Wohlbefinden, also wie müssen denn Grünflächen gestaltet werden oder öffentliche Räume, dass es in diesem Kulturraum gut funktioniert. Kreativität und Menschen, wie kriege ich die zusammen, welche Dichte an Kommunikation, Netzwerke etc. braucht es. Und dies ist einfach nochmal ein Beispiel aus Frankfurt. In Berlin sind wir da noch nicht so weit, da haben wir nur gedrängelt, dass die das jetzt einfach machen sollten. Und Treptow-Köpenick ist aber unser einziger Bezirk, die sich wirklich auf den Weg gemacht haben, gesagt, wir haben eine eigene SDG-Strategie. Das ist jetzt einfach von Freunden aus Frankfurt, weil es um die Ecke ist. Die haben genau diese Reise gemacht. Ne? Was heißt es denn eigentlich? Wie wollen wir das für uns übersetzen in unsere lokale Eigenart?
Und wie wollen wir handeln und wie wollen wir das messen? Also wirklich auch eine gewisse Verbindlichkeit dahinter zu stellen, die die Vision auch einpackt. Weil wir, die Indikatoren, die wir benutzen, drücken aus, was wir wertschätzen. Im Englischen klingt das sehr schön, wie value what we measure and we measure what we value. Das, wo wir hingucken, das ist eine Aufmerksamkeitsarchitektur. Wenn wir sehr stark mit ökonomischen Kenngrößen die ganze Zeit konfrontiert werden, durch die Gegend rennen, ist das etwas, was unsere Aufmerksamkeit, unser Gefühl von Erfolg, unser Gefühl von, da muss ich mich hinrichten, sehr stark prägt. Wenn wir eine andere Aufmerksamkeitsarchitektur schaffen, dann haben wir eine ganz andere Energiefokussierung in andere Bereiche. Wenn wir große, einfach mal Marketing verbieten und die ganzen großen Flächen dafür nutzen, mal zu sagen, wow, schon wieder 73 Quadratzentimeter Grünfläche neu entstanden diese Woche. Oder egal was es ist, egal was hier die großen Schmerzpunkte sind, das sichtbar zu machen. Wie ist die Veränderung in die Richtung, die uns, für uns besonders relevant ist? Wo sind unsere Schmerzpunkte? Wo wollen wir raus? Oder wo sind unsere Feierpunkte? Das in die Aufmerksamkeitsarchitektur integrieren. Und dann eben sich immer wieder feiern zwischendurch. Und ich glaube, nachdem wir uns ein bisschen vielleicht noch auseinandergesetzt haben, soll das heute Abend ja auch noch stattfinden. Vielen Dank.